Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschickt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lorenz war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lorenz Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanonen. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lorenz von Arabien stirbt heute Nacht. Wir haben es gerade noch geschafft. Tilkeci war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawar wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, sitzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Jasna! Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Zerstörer aller osmanischen Fahrzeuge und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1. Und vermutlich ist das wahrscheinlich heute auch die letzte Folge von Battlefield 1. Ohne jetzt hier großartig den schwarzen Peter an die Wand zu malen, ohne großartig, ja, miesepetrig zu sein. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort hier gerade an der Stelle lautet. Das weiß ich in den meisten Fällen eigentlich nicht, aber darum geht es nicht. Wie gesagt, Battlefield 1 heute die letzte Folge vermutlich und wir dürfen heute in dieses kleine Dorf einmarschieren. Das hört sich an sich relativ einfach an. Die Problematik bei der ganzen Sache besteht einfach nur darin, dass wir eine kleine Ein-Mann-Armee sind, die auf sich alleine gestellt ist. Und wir spielen übrigens immer noch die Sarah, die Sarah, doch. Ihr wisst auf jeden Fall, wie sie geschrieben wird oder ausgesprochen wird. Und an sich könnte das natürlich klappen. Mir wurden übrigens alle Waffen weggenommen. Das finde ich auch ganz nett. Wir hätten aber als neue Alternative eine Panzerabwehrwaffe und ein Schalldämpfer-Scharfschützengewehr. Okay. Das erkennen wir ja schon. Das hier wäre das Neue, mit 15 Schuss im Magazin. Ist nicht wirklich die Welt, aber man weiß ja nie. Okay, hier hätten wir dann nochmal eine normale Granate. Ich würde ja ehrlich gesagt für den Anfang, genau, ich würde ja ehrlich gesagt für den Anfang erstmal hier zu meinem Kollegen, dem Scharfschützen, hochlaufen.
Der freut sich immer über Besuch. Na, freust du dich doch. Gut. Dann gucke ich gerade nochmal nach hier hinten. Nämlich, wenn hier so ein Dörfchen ist, so weit ab vom Schlag, da versteckt sich doch bestimmt irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler für Leute wie mich da nichts verstecken. Denn ich bin ja auch immer ganz gerne derjenige, der auch mal abseits vom Weg irgendwas sucht. Und in den meisten Fällen auch was findet. Weil eben die Entwickler oft Sachen für mich, also für Leute wie mich, da was verstecken. Ich habe keine Ahnung, ob es diesmal wieder der Fall sein wird. Ich hoffe einfach mal. Das sieht auf jeden Fall ziemlich verdächtig aus. Einfach aus dem Grund, weil man da auch reingehen kann. Okay, die Schippe kann ich nicht aufheben. Ist ja auch gewissermaßen verständlich. Gut, hier käme ich nur über die obere Etage. Nee, nichts. Aber wir haben ja noch ein zweites Haus, wo ich reingucken könnte. Na, komm. Ha, siehst du. Aber es ist nur ein Feldhandbuch. 1 von 5 gefunden. Okay. Alles schön und gut. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe einfach nie angefangen, die Dinger zu sammeln. Und von daher, ich hatte halt auch nie die... Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Hatte halt auch nie die Intention dabei, wirklich alle Feldhandbücher zu sammeln und die, ja, eine vervollständigte Sammlung anzulegen. Das war nie meine Absicht. Und deswegen ist es auch komplett hinfällig. Aber ich kann auch gerne nochmal nachträglich in die ganze Mission reingehen und nach den Dingern suchen. Also, Problem wäre das jetzt mal nicht, aber für den Anfang denke ich mal, ist das unnötig. Gut, hier hätten wir noch eine Haftmine. Ich weiß nicht, ob die nach einer Zeit hochgeht oder... Warte mal, wir können einfach mal mitnehmen. Moment. Es ist die Frage, wir haben jetzt hier die 3 und die 4 und das haben wir auf der 5. Auf der 5, nee. Puh, ist eine gute Frage. Wie bringe ich die Scheißteile an? Gut, aber da kriegen wir auch nicht mehr viel. Hier haben wir noch eine. Wahrscheinlich aber auch nur eine Granate drin. Obwohl ich mich ja über Dynamit freuen würde. Bekomme ich aber nicht. Schade. Jetzt natürlich die Frage. Moment. Okay, wir haben nur 3 Panzerabwehrwaffen oder 4 Stück, Entschuldigung. Also 3 auf Lager, eine aktuell in der Hand. Das könnte reichen, muss aber nicht unbedingt. So, haben wir hier noch vielleicht irgendwie eine Waffe? Nein. Schade drum. Aber hier haben wir noch was. Ich würde ja ehrlich gesagt gerne Dynamit... Nein, natürlich nicht. Ich bekomme kein Dynamit, auch wenn ich mich darüber freuen würde. Vielleicht hier. Ha, Dynamit. Jawohl. Ich würde ja vorschlagen, dass ich das Ding hier austausche, denn das kennen wir ja schon alle. Okay, Dynamit kennen auch alle. Trotzdem. Oh. Das sieht nicht gut aus. Hat das einen Grund, warum da Dynamit liegt? Also eine Stolperfalle? Ich vermute, die haben die hingelegt, damit ich da drüber laufe und dann hochgehe. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass ich bei den kommenden Gebäuden überall aufpassen muss, weil irgendwie alles vermint scheint. Gut, hier haben sie aber leider nichts. Nichts für den eifrigen Sammler, für den kleinen Alex, der die ganze Zeit durch die Gegend läuft und gerne mal irgendwas finden würde, aber nichts findet, außer so ein beschissenes Feldhandbuch. Was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde. Gut, haben wir hier noch vielleicht irgendwas? Hier haben wir noch ein Feldgeschütz. Ich weiß nicht, warum hier so viele Feldgeschütze sind. Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht. Okay. Weil das nämlich unter Umständen bedeutet, dass wir vielleicht nachher noch ein Problem mit Panzern bekämen. Haben wir denn hier noch irgendwas in dem Gebäude? Könnte ich jetzt hinlaufen, möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Ja, ich weiß. Aber es ist schön, dass sie mich immer wieder dran erinnern, denn ansonsten würde ich es unter Umständen sogar vergessen. Gut.
Gut, aber bevor ich jetzt hier reinlaufe, würde ich schon fast vorschlagen, dass ich mich erstmal um die Truppen hier vorne kümmere. Guten Abend, Pferdchen. So, und jetzt macht sich die ganze Sache mit dem Scharfschützen natürlich bemerkbar, denn ich habe den Scharfschützen ausgeschaltet und kann hier unbedenklich von A nach B gehen. Aber dennoch habe ich da vorne den MG-Schützen, den schweren MG-Schützen, der mir immer noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ich meine, wenn ich die jetzt hier separiere... So, einer kommt. Ich hoffe, der kommt auch hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Ja, guck mal hier. Komm. So. Leider ist er nicht reingekommen. Das hat mir die ganze Sache ein bisschen erschwert. Aber dafür kommt sein Kollege hier ums Eck. So, optimal. Jetzt gehe ich nämlich gerade mal auf die 3. Moment. Nein, das war falsch. So, darf ich nicht verwechseln. Ich möchte nämlich hier noch einmal alles verminen. Und dann nach Möglichkeit alles gleich auf einmal hochjagen und mich bis da hinten hin komplett bedeckt halten, wenn das möglich ist. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich dann am besten dahin? Oder sollte ich nicht erstmal die rechte Seite ausschalten? Ich glaube, ich schalte erstmal die rechte Seite aus. Ich hatte übrigens auch angedeutet, dass ich die heutige Folge etwas länger mache, denn die letzte Folge war leider Gottes etwas kurz. Aus dem Grund, dass ich davor auch übrigens eine Folge gemacht hatte, die etwas Überlänge hatte. Da bin ich echt selber dran schuld, aber ihr wolltet alle, dass ich eine Anmodi und eine Abmodi mache. Da seid ihr selber dran schuld, ansonsten wäre die von Natur aus länger oder kürzer gewesen oder beide gleich lang. Aber naja. Ich denke mal, dafür wird die hier deutlich Überlänge haben heute. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Idioten hier separiert? Das sind nämlich 4 Leute, die alle in unterschiedliche Richtungen gucken. Ich probiere mal was. So viel dazu. So viel dazu. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. So. So viel dazu mit dem Schleichen, das hat sich jetzt hier erledigt. Was machst du denn? Übrigens, das kann ich ja auch, wo wir gerade dabei sind. Ja klar. Fick dich, fick dich, fick dich. Voll verarsche, ganz ehrlich. So. Kacke, 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 kacke. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Vor allen Dingen, weil der fette MG-Schütze hier noch rumläuft. Und mir natürlich gleich aufs Dach gefolgt ist. So, ich brauche vielleicht einen Mörser. Gibt es denn hier irgendwo auf den Dächern einen Mörser, was ich benutzen kann? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall eins, um den dicken, fetten MG-Schützen wegzumachen. So. Gottes Willen. Jetzt bin ich vorerst hier erstmal sicher. Ah, vorerst. Ich sag ja nur. Okay, die haben anscheinend Mörser besetzt. Aber vielleicht bekomme ich ja auch eins. Ich weiß nur nicht, wo die Dinger sind. Die müssten hier eigentlich auf den Dächern verteilt sein. Ja,
Entschuldigung, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber passt schon. Pferdchen, du musst das leider gerade mal abkönnen. So, hier verteilen. So, halt die Klappe, meine Güte. So, mal gerade hier gucken, was haben wir denn? Granatwerfer, schön und gut. Da müsste ich eine von den anderen Waffen austauschen, möchte ich nicht. Hier bekommen wir wahrscheinlich noch Granaten, ja. Panzerbüchse, wisst ihr was? Wo ist der Fetti? Da ist der Fetti. Ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Das geht nur, wenn ich liege. Jetzt willst du mir nicht wirklich sagen, dass der Typ das überlebt hat. Scheiße. Ich wollte schon sagen, wenn du das überlebt hättest, dann müsste ich aber mal die Entwickler anschreiben. Dann stimmt irgendwas nicht. So, Kollegen. Solange wir noch die Möglichkeit haben, gehe ich mal an eins von den Geschützen hier. Okay, Gewehrgranate. Ich gönne mir mal das Ding hier. Ah. Wir müssen zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten können. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist da noch eins von den Mörsern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber was ich weiß, Moment. Das könnte ich eigentlich doch mal machen. Denn wenn ich hier schon das Mörser gerade habe, dann können wir da auch mal auf die Fahrzeuge drauf schießen. Ich meine, eins haben wir noch. Die Frage ist, wann... Moment. Scheiße, ich kann es leider nicht sehen. Ah, es könnte aber passen. Es könnte passen. Minimal nach hinten. Moment. Ja, noch etwas minimal nach hinten. Jawohl. So, da geht die Rauchsäule nach oben, optimal. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karre angeblich. Ach, Moment, stopp mal, haben wir ja. Ich erinnere mich. Als Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahenden Zug vorbereiten. So, ich kriege ich auch noch, komm hier. Na gut, immerhin zwei von dreien weggeschossen und wir haben das neue Einsatzziel, nämlich den Panzerzug zu zerstören. Das könnte interessant werden, das wird nämlich nicht unbedingt ganz einfach. So, einer hat er schon mal drin. So, ich bin weg, hier kommt nämlich Artillerie runter. Au, das war eine sehr gute Idee. Alter Finne. Okay, das war Rettung in der letzten Sekunde. So, ich bin wieder weg. Ach du Scheiße, die wissen genau, wo ich bin. Aber immerhin, ein Schuss ist hingekommen. Bitte Panzerabwehr. Jawohl. Alter, die wissen immer genau, wo ich hocke. So, die Tatsache, dass ich im Gebäude drinne sicher bin, ist auch hinfällig. So, ich muss wieder weg. Alter Finne. So, steht das Feldgeschütz noch? Nein, das hat sich verabschiedet. Haben wir hier noch irgendwas drin?
Ja, die würde ich ganz gerne austauschen. Genau. Das brauche ich aber dennoch. Nein, komm, leg dich hin. Ich weiß nicht, ob die durchgegangen ist. Ach du Scheiße. So, ich muss hier mal auflegen. Und ich würde mal ganz gerne hier auflegen. Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Ich will hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, die zerlegen mir hier auf jeden Fall die ganze Stadt, das ganze Dorf. Gesessen. Ich muss hier weg. Ich muss nach oben irgendwo auf eine freie Fläche, wo ich schießen kann. Ich sehe den Zug nicht mehr. Der ist hinter dem Gebäude. So, dann geht's wieder nach draußen. Ans nächste Feldgeschütz. Kleiner Wichser. Komm noch einmal zu nahe hier. Meine Güte. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, Munition hierfür. Das kann ich nicht bringen. Ich muss mich hier irgendwo auflegen. Kann ich hier? Jawohl. Sehr gut. Der hat gesessen. Hier, Feldgeschütz, 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 Feldgeschütz. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Der hat wieder rausgefunden, wo ich bin. So, und weißt du was? Fick dich! Kann süß oder bitter sein. Was sagst du dazu, Sarah? Und du hast recht, wir müssen größer denken und handeln. Also auf zum Suezkanal. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? Eines Tages wird all das hier vorbei und der Krieg, der alle Kriege beendet, gewonnen sein, von wem auch immer. Dann werden die Waffen schweigen, Gras wird wachsen und all das hier überwuchern. Das Land wird sich selbst heilen, wie immer.
Wir werden dann längst tot. Aber vielleicht nicht vergessen sein. Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Wie wir lebten, wie wir kämpften und wie wir starben. Wenn all das hier vorbei und der Krieg gewonnen ist, werden sich die Menschen an uns erinnern. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken. Und wir werden kämpfen. Ja. Tja, ich glaube, es geht hoffentlich den meisten genauso wie mir. Eine gewisse Sprachlosigkeit ist, glaube ich, an dem Punkt angebracht. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, nicht Mitgefühl, aber ein bisschen über die Botschaft nachdenken, die ja auch ein Shooter wie Battlefield uns mitteilen möchte. Gerade so in der letzten Sequenz, dass die Menschen, die damals gefallen sind, ja nicht umsonst gefallen sind. Denn nur dadurch, dass die damals ihr Opfer gegeben haben, können wir heute unser Leben so führen, wie wir es kennen. Denn auch wenn es ein Sterben von Abertausenden, von fast schon Millionen war, muss man immer noch daran festhalten, dass unterm Strich alles dazu geführt hat, dass unsere Welt heute so ist, wie sie ist, dass wir darauf zurückblicken können und hoffentlich so einen dummen Fehler wie damals nicht nochmal machen. Und ja, ich glaube, das ist hoffentlich die Botschaft, also ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal, das ist die Botschaft, die mir Battlefield 1 neben dem ganzen Geballere mit auf den Weg geben möchte. Und um jetzt nochmal abschließend ein Wort über Battlefield 1 zu verlieren, neben dieser ganzen in dem ganzen Palaver, jetzt setzt auch gerade schon die Musik ein. Battlefield 1, ja, das ist ein Spiel. Ich muss einfach eine klare Kaufempfehlung an alle aussprechen, die irgendwie jetzt nach dem Let's Play sich fragen, lohnt es sich denn, lohnt es sich nicht? Ich würde allein schon wegen der Story sagen, dass sich das Spiel lohnt. Vielleicht nicht unbedingt für die 60 Euro, die sich vielleicht die meisten da in den Geschäften nehmen könnten, also wo es halt 60 Euro kostet, sondern eher für, ja, ich würde, also wenn es nur um die Story geht, würde ich das so auf 30, 40 Euro einschätzen. Da siedle ich das Spiel an, also nur von der Story her. Obendrauf kommt natürlich auch dann noch der Multiplayer, das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn die ganze Story, das ganze Drumherum, das ganze Setting, das ganze brachiale Battlefield-typische Rumgeballere, die Explosionen, die Effekte, die lassen das Spiel einfach wie so eine kleine Perle aus den ganzen anderen Shootern hervorstechen. Ich finde persönlich, da kommt kein Call of Duty, kein anderer bekannter Shooter dran. Es ist einfach unerreichbar. Und ich muss sagen, das haben die Battlefield-Produzenten, die Entwickler, gerade wieder bei dem Battlefield 1 1A hingekriegt. Und jetzt werde ich gerade mal einen kleinen Schluck trinken. Dankeschön. So, was kann man denn noch großartig sagen? Ja, die Story. Ich finde, in diesem Battlefield ist die Story in 5 Teile zu unterteilen extrem gut gelungen. Das lineare Story-Gameplay, was wir ja aus anderen Battlefield-Teilen kennen oder generell aus jedem Spiel kennen, das hat hier ja überhaupt gar keine Verwendung gefunden, sondern man hatte mehr oder weniger die Möglichkeit, sich selber einen Weg zu suchen, wie man ihn denn machen möchte. Ob man jetzt erst mit dem Panzer anfängt oder ob man gleich schon die Wüstenmission macht, das war ihm völlig offen gestellt, quasi nach den eigenen Vorlieben. Und selbst in den Missionen hat man
als Spieler die Möglichkeit, halt entsprechend zu variieren. Möchte ich da durchschleichen oder möchte ich einfach nur rumballern? Das, muss ich sagen, gibt es in einigen Spielen halt nicht. Denn in einigen Spielen ist man auf eine lineare Welt angewiesen, auf einen Durchgang, der zum Beispiel 5 Meter breit ist und wo auf jeden Fall ein Gegner steht. Und wenn man den nicht umschießt, kommt man auch nicht vorbei. Und das war in Battlefield 1 nicht der Fall. Und die ein oder anderen haben es vielleicht mitgekriegt. Ich habe probiert, Battlefield 1 so oft wie es geht irgendwie zu schleichen. Habe ich nicht immer hingekriegt. Ging manchmal ganz gut, manchmal halt auch wie gesagt nicht. Dann ist es in der Schießerei geendet, aber die war ja auch mehr oder weniger recht sehenswert. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein kleines Lächeln auf die Backen zaubern. Ich hoffe, ich war auch nicht allzu inkompetent. Aber ich denke mal, da gibt es deutlich schlechtere Leute, die deutlich schlechter das Spiel beherrschen. Ja, und was könnte ich noch abschließend sagen? Ja, eine Kleinigkeit noch, genau, wollte ich noch sagen. Ich hatte überlegt, nach dem Let's Play nochmal einen kompletten Zusammenschnitt, einen Film zu machen von Battlefield. Mit allen Sequenzen aneinandergereiht, ohne jeglichen Kommentar, nur das Story-Gameplay, dann aber auf schwer, also dass ich das Ganze auf schwer nochmal durchspiele. Und wie gesagt, alles aneinanderhänge. Was geht denn jetzt ab? Interessante Musik. Wie gesagt, dass ich alles aneinanderhänge und dann nochmal in einem Ruck durch hochlade, also sprich, keine Ahnung, das wird dann vielleicht 3, 4, 5 Stunden lang. Aber es wäre dann halt alles beieinander. Und jetzt ist halt die Frage, möchtet ihr das? Wenn ja, dann lade ich es gerne nochmal hoch. Ich werde es auf jeden Fall für mich nochmal durchspielen, nochmal auf schwer probieren und mal gucken, wie ich mich dabei schlage. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt noch einmal abschließend bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr hier bei wart, dass ihr immer fleißig mitgefiebert habt, fleißig Likes dagelassen habt und Kommentare dagelassen habt und mir den ein oder anderen Tipp dagelassen habt. Bin ich sehr dankbar drüber. Und ich glaube, ich habe jetzt die letzten 5 Minuten schon dauer durchgelabert. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wünsche euch noch viel Spaß bei der Endcard. Vielleicht kommt ja noch was danach. Bei der Endcard sage ich schon, bei dem Abspann. Bis danach. Und ansonsten auch nicht. Macht's gut und ciao. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. How well I remember that terrible day, when the blood stained the sand and the water, and how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shells, and in 5 minutes flat he'd blown us all to hell, nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain, and we buried ours and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood and fire, and for 7 long weeks I kept myself alive, though the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over tit, and when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead.
Never knew there were worse things than dying. And no more I'm going to sing Matilda. So the green bushes so far and near, for the hang tens and pegs, a man needs two legs. No more waltzing Matilda for me. So they collected the cripples, the wounded and maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane, those proud wounded heroes of Sofla. And as our ship pulled into circular quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played waltzing Matilda as they carried us down the gangway, but nobody cheered, they just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my own comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men all twisted and torn, the forgotten heroes of a forgotten war. And the young people ask me, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band plays waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But year after year, their numbers get fewer. Someday no one will march there at all. Waltzing Matilda, waltzing Matilda.